Mein Name ist Karl-Christian Knop. Ich bin niedergelassener Neurologe und Facharzt für Neurologie in einer Praxis in Hamburg, Neurologie Neuer Wall, und betreue Myasthenie-Patienten ambulant. Mein Name ist Peter Urban. Ich leite seit 18 Jahren die Abteilung für Neurologie in der Asklepios-Klinik Barmbek. Wir sind eine Akutklinik und haben einen auch sehr großen Schwerpunkt im Bereich neuromuskulärer Erkrankungen, insbesondere der Myasthenia gravis. Diese Patienten werden dann bei uns stationär behandelt. Patienten werden in der Regel zugewiesen von einem Kollegen. Patienten berichten häufig über eine muskuläre Ermüdung, eine Muskelschwäche. Teilweise hängt ein Augenlid, teilweise sehen sie doppelt. Es kann Schluckstörungen geben, es kann Schwierigkeiten beim Kauen mit Ermüdung geben. Es kann auch mal Probleme geben mit der Sprachartikulation, bis hin zu Schwierigkeiten, den Kopf zu halten oder die Arme oder Beine zu heben. Und in Extremfällen wird auch über Luftnot bei Belastung berichtet. Wenn sich Symptome ergeben, die den Verdacht auf das Vorliegen einer Myasthenie lenken, dann werden bestimmte klinische Tests durchgeführt, indem man zum Beispiel belastungsabhängig auftretende Symptome provoziert. Sogenannter Simpson-Test lässt den Patienten länger Zeit nach oben blicken, beobachtet, ob es dann zu einem Herabhängen des Augenlides kommt. Ein weiterer Bedside-Test wäre zum Beispiel der Ice-Pack-Test, wenn ein Patient zum Beispiel ein hängendes Augenlid hat. Dann kann man so ein Ice-Pack auf das Augenlid legen und beobachtet, ob es dann zu einer Verbesserung kommt. Oder pharmakologische Tests, man gibt ein bestimmtes Testmedikament, oral oder als intravenöse Injektion, und beobachtet, ob es dann zu einer Rückbildung der Myasthenie-Symptome kommt. Das sind Untersuchungen, die dann in der Regel auch im stationären Rahmen, gerade wenn das intravenös verabreicht wird, gegeben werden. Der nächste Schritt wäre die Untersuchung myasthenie-spezifischer Antikörper, weitere Untersuchungen, elektrophysiologische Untersuchungen, bei der man die gestörte Impulsübertragung von der Nervenfaser auf die Muskelfaser untersucht. Ebenfalls gehört auch eine standardisierte Untersuchung des Brustkorbes dazu, mit der Frage, ob ein Thymustumor, ein Thymom in der Regel, vorliegt. Das erfordert dann ein CT oder gegebenenfalls auch ein MRT. Neben der klinischen Untersuchung, wo quasi diese Ermüdung getestet wird, gibt es sogenannte neurophysiologische Testungen, wo man die Impulsleitung vom Nerv auf den Muskel misst und nachweisen kann, dass es eben eine Ermüdung gibt. Darüber hinaus gibt es Labortests, wo wir bestimmte Autoantikörper erfassen. Es gibt ja verschiedene Autoantikörper bei der Myasthenie, die alle untersucht werden. Und es erfolgen Untersuchungen hinsichtlich anderer Ursachen, die ähnlich sein könnten. Patienten, die zum Beispiel mit einer Myasthenkrise stationär aufgenommen werden, bei denen also alle so zu einer akuten Verschlechterung bestimmter Funktionen des Schluckens, Sprechens, der Atmung kommt, müssen stationär überwacht werden auf einer spezialisierten Station, unter Umständen auch einer Intensivstation, und dann entsprechende Therapiemaßnahmen eingeleitet werden, um die krankmachenden Antikörper zu entfernen. Das können Infusionen mit Immunglobulinen sein, das können bestimmte Formen der Blutwäsche sein, wie eine Plasmapherese oder Immunadsorption. Und es kann aber auch sein, dass spezifische monoklonale Antikörper, die dann in das Immunsystem eingreifen und dann auch noch zu einer Stabilisierung führen, auch im Rahmen des stationären Aufenthaltes verabreicht werden müssen. Wenn die Patienten aus der Klinik zu mir kommen, wird die Therapie zunächst erstmal so fortgeführt und dann im Verlauf modifiziert. In der Regel sind dann Abdosierungen zum Beispiel vom Cortison erforderlich oder auch Anpassungen der Mestinontherapie und die Eindosierung von Dauerimmuntherapien, wenn absehbar ist, dass es eine langfristige, über Jahre laufende Immuntherapie werden muss. Im Rahmen der Kooperation zwischen Klinik und Praxis haben wir von Anfang an gemeinsame Standards entwickelt, sowohl in Bezug auf die Diagnostik als auch insbesondere auf die Therapie. Und der große Vorteil der Kooperation ist, dass auch ein, sag ich mal, problemloser Informationsaustausch erfolgt. Also wenn ein Patient, der
langfristig in der Praxis behandelt wird, zum Beispiel notfallmäßig in die Klinik aufgenommen wird, bekommen wir den kompletten Informationsdatensatz, auch wenn wir den Patienten bislang noch nicht gesehen haben. Umgekehrt ist es auch so, wenn ein Patient hier neu diagnostiziert wird und dann in der Praxis am neuen Ball weiter behandelt wird, bekommt auch mein Kollege den kompletten Informationsdatensatz. Das beinhaltet zum Beispiel auch, dass wir ein gemeinsames Labor benutzen, sodass dann auch die Antikörperbestimmung vergleichbar wird. Und wir haben auch ein gemeinsames Verständnis einfach von der Erkrankung und von der Art und Weise, wie wir mit unseren Patienten umgehen und sie auch betreuen.